Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde EDS 2. Ja, es ist eine ganze Menge vorgefallen, aber dazu später mehr. Und ich bin da, ich habe mir das Ukraine Paintshop Paket geleistet. Geleistet, naja, gut, 99 Cent, also, naja, meiner Meinung nach hätten sie ja ruhig 10 Euro drauf schauen können und dann die 10 Euro in den Spendentopf reinmachen. Na gut, aber egal, so, ich hab's natürlich für mir aus gemacht, weil es war es mir wert, denke ich. Wie gesagt, 10 Euro ist nicht viel, tut uns nicht weh. Und ja, so, aber darum gucken wir jetzt erstmal um meinen neuen LKW. Wie gesagt, Hänger war leider nicht dabei, aber der LKW und Wahllackierung und so. Und ich glaube, das ist doch ganz gut gelungen. Da habe ich halt einen Hänger, so meiner Meinung nach ein bisschen so gestaltet, zu passen zum LKW. So mit Gelbfarben und wie Metallic-mäßig so. Sieht doch ganz gut aus. Ups, da oben. Dann habe ich so mit Blau-Gelb angehaucht. So, und weiß so silbern, wie der LKW halt ist. So, Juti. Und jetzt wollen wir erstmal fahren. Und zwar zum Fracht abholen. Was es heute gibt, das sage ich euch gleich. Habe ich, glaube ich, Rindfleisch war das, aber von Le Havre, wo ich jetzt bin, nach Rennes, glaube ich. Aber das sage ich euch gleich nochmal genau. So, hier müssen wir rumfahren. Ja. So schön, dass mein Neger auch noch silbern. Ja. Ups. Hey, hey. Was ist man drin jetzt so? Gucken. So. Jo, jetzt setzen wir uns mal hin und holen erstmal unseren Auftrag. Dann gibt's nachher mehr zu dem. Dem Mission-Check oder warum ich das Video erst heute aufnehme und hochlade. Nicht mehr mit so langer Vorlaufzeit. Ja. Und zwar habe ich wieder mal mit meiner Oculus versucht. Achso, erstmal sorry, dass jetzt keine Facecam-Bild da ist. Diesmal. Meine Facebook-Cam hat gesponnen. Und weil ich jetzt das Video noch aufnehmen wollte, habe ich eben da halt mal auf die Facecam verzichtet. Ab nächstes Mal ist, glaube ich, wieder normal. Sofern ich eine Facecam kriege, aber ich. Oder die wieder hinkriege oder so, keine Ahnung. Aber gut.
Ja. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Das Video habe ich gestern nicht mehr aufnehmen können. Oh Mann, du musst jetzt Diese fahren. Ausfahrt. Das ist ein Spagat. Sehen Sie da, ich blinke oder was? Danke. So. Na gut. Zunächst rechts abbiegen. So. Biege nach rechts ab. Meine Brille sitzt richtig, ja. Wie gesagt, ich habe gestern meinen Oculus wieder mal getestet und gemacht und getan. Wollte eigentlich mit der ein Video ohne Facecam mit der Oculus auf die Brille aufnehmen und das hätte ja auch gut hingehauen. Aber Scheiß, warte mal. Steam Feuer? Nee, ist natürlich nicht scheiße. Aber Steam Feuer und die Brille hat ein Update gehabt. Und. Oder die Brillensoftware hat zumindest so. Und auf alle Fälle hat das alles nicht mehr hingehauen miteinander. Großmundiert. So, und da ist immer drei, vier Mal beschmiert und dann habe ich gesagt, oh, gut, jetzt reicht mir. Hätte ich keinen Bock mehr, das Video rauszubringen, aufzunehmen. Und dann war das nächste Ding, da ich ein ganzes Video lang gefahren bin mit der Prem, der Lenovo. Und habe verpasst, auf die Aufnahme zu drücken, war zu aufgeregt, weil auch meine Facecam kaputt gegangen ist und so. Ja, da habe ich nur Müll erzählt und also was und habe vergessen, außerdem auf die Aufnahme zu drücken. Und dann war die Sache durch. Habe ich gesagt, nee, heute jetzt nicht mehr, habe ich keinen Bock mehr. So. Habe ich, wie gesagt, schon 4 Stunden mit dem Rechner zugebracht. Ja, dann habe ich Snowrunner gespielt in einer Runde. Und da ist auch noch alles verquergegangen. Gut, ich habe zwei Aussichtstürme gefunden und so. Aber dann habe ich mich jämmerlich mit dem LKW in Schlamm festgewühlt. Da habe ich noch meinen anderen LKW dazu geholt, habe den rausgezogen, gemacht und getan. Wo ich endlich unten war, da auf die andere Karte, wo ich hin wollte, da war der eine mit dem Motorschaden hängen geblieben, mein Kleiner, mit dem ich die zwei oder drei Wachtürme, weil ich den Aufmacher auf der anderen Karte erkunden wollte. Ja, und mein Großer, der hat auch keinen Sport mehr und ach ja, wie gesagt, komm jetzt, ist gut. Hab's alle geborgen und wieder zurück. Und nochmal neu zu starten, hatte ich dann kein Draht mehr zu. Ja, das werde ich vielleicht heute nochmal probieren. Wenn ich das Video herausgebracht habe. Und wer das hochladen, denke ich mal. Das dürfte sein, ne? Komm, Freund Blase, fahr, ich bier's. Oh, was denn? Normalerweise klatschen die immer vor mir rein und fahren mich kaputt. Ja, jetzt will ich mal höflich sein und warte und dann bremst der auch ab. Ja. Na gut. Okay. Das ist so wie andersrum.
So. Mein Mann so Pracht holen. Gut, okay. Okay. Ja. Gut. Ja, so sieht's aus, nämlich. Und ja. Da hätte ich so was Schönes vor. War nämlich in meiner Oculus-Kamera ein Rechtwinkelbild auf. Und deswegen sieht das immer ein bisschen blöd aus. Da habe ich gedacht, naja, dann nimmst du mal so ein Halbbild, letztes Mal so und lässt dann was für den Rand einfallen. Ohne Facecam. Weil das geht natürlich nicht, wenn ich die Brille aufnehme. Ja. Und da hat die aber auch einen Ton vom LKW nicht aufgenommen. Und ohne Sound wollte ich es nicht antun. Da war ich am Rumbasteln, aber irgendwie hat das dann nicht gebracht. Muss ich mal sehen. Vielleicht kann ich ja dann doch irgendwie anders machen, dass ich ja ohne, dass ich mit Facecam das Video, dann habe ich natürlich auch die Tonspur. Das muss ich dann bloß synchronisiert kriegen. Das ist ein kleines bisschen in der Videobearbeitung aufwendiger, aber dürfte gehen. Wenn die Brille nicht abschmieren würde. Nimm diese Ausfahrt. Gut. Aber okay, das ist nämlich das andere Ding. Da ärgere ich mich schwarz, wenn ich alles hinkriege, Aufnahmen und so, und dann schmiert die Brille ab. Laufend. Oh, dann kriege ich glaube ich eine Krise. Weil, wenn du nämlich da einen Schnipsel hast und sollst sie noch synchronisieren. Gut, das habe ich jetzt auf Arbeit lange Zeit gemacht und kann da schon, hab da schon meine Idee, wie ich das einfach hinkriege oder zumindest einigermaßen einfach, aber es dauert ja dann doch. Ist halt nicht so einfach wie jetzt. Jetzt ist der Barbie-Fett. Dauert jetzt vielleicht eine Viertelstunde vom Video nachher aufnehmen. Und also das Bearbeiten selber, das Machen, die Videos zusammensuchen und alles zusammenstellen, dann ins Programm einpflegen und ja. Dann kommt ja noch dazu, das Ausgeben der Datei. Ja, gut, das dauert ja so nicht so die Menge Zeit, aber es geht.
Es dauert im Moment Zeit. Und in der Zeit kann ich nicht fahren. Während des Ausgebens zumindest. Und dann das Hochladen. Das ist natürlich jetzt auch schon. Geht jetzt auch schneller. Zum Glück. Und naja. Aber wenn er trotzdem ist natürlich das immer noch ein bisschen Arbeit. Rechts abbiegen, also links halten. Biege nach rechts ab. Ui, es sind schon eng hier. Oh. Ja, wohl auch verrückt, da eine Böller noch an die Seite zu stecken. Habe ich natürlich prompt umgefahren. Ja. Oh. Ein Blick riskieren. Oh. Scheiße. Sie sind am Ziel angekommen und Ihre Routenführung ist da. So. Wenn ich euch sagen, wo es hingeht. Und zwar nochmal genau. Und zwar haben wir hier einen Prachtmarkt. Hä? Ne, ne. Wieso ist denn hier? Der Haare ist okay. Ne, oder? Nee, das war ja, das war doch Fachmann. Wie es mich so verknüllt. Na gut, okay, suchen wir jetzt hier mal was aus. Von. Nee, das ist zu weit. Von La Havre nach Paris brauchen wir so. Jetzt endgültig von La Havre nach Paris 308 Kilometer, 4 Stunden 18 Minuten. Rindfleisch. Ja, na gut. Alles klar, annehmen. Und dann geht's mal los. Also die Fracht war identisch. Rindfleisch, aber halt das Tier war nicht mehr ganz dasselbe. So, da rechts müssen wir irgendwann hin. Guck mal, schöner Bahnhof, oder? Schöner alter Deutschhütten und so. Muss ich hin, dahinter? Ich glaube, dann muss ich rückwärts reinfahren. Oder? Na. Erstmal vorwärts gucken. Ich glaube, hier muss ich rückwärts reinfahren. Jawohl, ja. Drehen kann man ja nicht. Nee, gut. Also schiebe ich mal jetzt. Nach links meinen Trailer und dann fahre ich wieder zum Eingang. So als wenn ich rausfahren würde. Oh. Oh, da bin ich schon dran. Na. Boah, jetzt keine Kanzler, als wäre ich noch gleich rückwärts reingefahren. Naja.
Moment. So. Zieh meinen Zug gerade. Und dann werde ich mich hier mal raushalten. Rechts. Nee, links am Haus halten und nach rechts abbiegen. Müsste so gehen. Mal kurz aussteigen, ich glaube, ich bin so verkehrt. Ich muss da ums Haus und drumherum. Ja, genau. Ich muss an dem Haus und drumherum. Sag ich doch. Scheiße. Gut, das ist uns zum Rennen. Und mal vor. Ja, ich muss mich an der Ecke orientieren. In der Hausecke. Muss ich hier mich. So, jetzt da ums Haus rum. Ob das mal gut geht, tue ich nicht. Oder? Oh, vielleicht doch. Hinlegen. So. Ah. Na gut, fahren wir lieber nochmal vor. Ziehen schön gerade rein. Jetzt hätte ich schon fast hingekriegt. Aber, weil wir wollen ja dann hier auch eine Stadtfoto machen, dann sollte man da schon ein bisschen exakter sehen. Ja. Im linken Spiegel sieht man es ein bisschen schlecht. Im rechten meine ich natürlich. Im linken geht's. Bin groß. Ach nö, ne? Fängt so mal an, dringen. Ach, mal schnell rausgehen. Foto machen. So. Ukraine-LKW. Alles klar. Fotoknips. So, vielleicht, ja, alles klar. Ich hoffe, es haut so hin, dass wir jetzt ein vernünftiges Foto kriegen. Gut. Okay.
reinsetzen, ausmachen, aufladen und dann haben wir es. Und oh, jetzt muss er unnäblich. Naja, das ist eine Suppe. Auf geht's. Neblig, was ohne und Sonnenschein. Nebel, Sonnenschein, oh, oh, schöne Atmosphäre. Schöne Atmosphäre. So. So, gut, alles klar, jetzt muss man noch rein. Das heißt, wenn ich jetzt meine Knöpfe finden würde, weil jetzt ist das wohl eingeschlagen, ja. Gut, und fahren wir los. Dann können wir ein bisschen schneller machen jetzt. Hab ich dich schon begrüßt, Yoshi? Moin Yoshi, schön, dass du mal mit am Start bist. Ah, hast du mir doch richtig gemacht, naja. Gut, aufgeschlagen hast du wenigstens. Ah. Ah, war mal auf eine schöne Fahrt. Entspannt Fahrt, ja, Nebel, okay. Nicht so sehr entspannt. Biege nach links ab. Die heizen hier. Die heizen hier. Oh, die Polizei war. Möchte das aber nicht. Aber nicht, weil die es gerade sagen. Nein, ich sehe es. Nee, hat mich durchlassen. Schönen Dank. Schönen Dank, Herr Polizist. Sehr liebensgewürzig. So, schön. Oh, es hat aufgehört zu regnen. Oh, schön. Gleich kommt der Sonne raus. Biege nach links ab. Na komm, mal ein Stückchen vor.
Frankreich. Ja. Kreisverkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Boah, hey, bleib dir mitten im Kreisverkehr stehen. Das ist ein Sandspacko. Nimm diese Ausfahrt. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Wenn das der Franzosen die vor der Chrome hupen? Nee, ich glaube, das ist der Jena. Ah ja. Na ja, gut. Hat irgendjemand im Fernseher gesagt, ist das Unfall? Unfall. Das steht ja nicht recht fair. Sich durft fahren. Ja, Mom macht sich drin, das riecht. Ah, mit den 10 Euro Schwinde, da hat die Oma einen Stress. Mein Gott. Das hieß doch, da kannst du bei dem Baum einen Aufruf, da kannst du eine SMS schicken. So. Habe ich schön gemacht. SMS wollte ich schicken und so. Und habe mich dann gefreut, dass meine Spinne dann durch ist. Und ja, dann wurde gesagt, nö, wir können ihre Aktion leider nicht ausführen. Ja. Ja, mein Handyverbrauch hat das nicht zugelassen. Ja, dann muss ich leider
meine neue Prepaid-Karte. Zum Glück habe ich mir jetzt auch mal eine geleistet. Und dann habe ich halt die 10 Euro so spendet. Bitte links halten. Ja. Ah, das war schon so eine Aktion. Naja. Gut. Gerade deswegen, weil die Schwelle dann so hoch ist. Die sagt, da können Sie doch hier beim Paychop, Ukraine Paychop, 10 Euro draufschlagen, also 10,99 €. Und dann sagen, okay, aber die 10 Euro gehen ans Spenden, als Spendet, werden gespendet. Das wäre eine echt gute Aktion von SCS. Ja, na gut. Ja, vielleicht bin ich doch dann nur ein Lehne, der so denkt. Weiß nicht, vielleicht würde sich das dann auch keiner holen. Oder so, ich weiß nicht. Na gut, egal. Egal, darüber zu philosophieren, weil bringt ja eh nix. So, 30. Ach ja, stand keiner. So, alles klar. Und rechts rauf an. Macht sich mal eingeloggt und dann geht's weiter. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. So. Mein Leben, Mensch, geht ja voll ab. Guck mal, sieht es genug, mein Lenkrad im Bild. Und ich sitze nicht so hoch, weil, wie gesagt, das ist immer schwer zu sehen. Und da. Genau. Oh, der blinkt ja. Okay. So. Hey. Ich bin jetzt aber erschrocken, ey. Boah, ich hole ein bisschen schnell.
Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Wollt auch kommen. Ausfahrt. Okay. So, na gut. Immer geradeaus. Was gemacht, Uschi? Biege nach links ab. No. Immer geradeaus. Immer geradeaus. Ups. Scheiße, ich hab mir in der Brunnen lieb von lauter Schreck. Ah. Gut, okay. Meine Handbremse. Weil die hat sich an Füßen zu.
Mal gucken, wir werden mit Namen. 33, 32 Kilometer, 26 Minuten. Na, sind wir ja fast da. Also Spielzeitminuten. Das ist klar. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Diese Ausfahrt. Na, Freund, Blase, das war ein schön. Hier schmeiß ich knapp. Aber gut. Nur auf die Art und Weise macht Kreisverkehr einen Sinn. In einem bisschen ruhiger fahren. Nimm diese Ausfahrt. Biege nach rechts ab. Ja, schon. Wir sind da. Bumm, schon ein. Bin da. Hinten am Zaun. Oh, schön. So, okay. Wollen wir noch mal rausgucken? Habe ich da einen Zustand gekriegt mit dem Farm? So. So ist es ab. Anhänger auch ein bisschen zum. Zum Eigelpass. Der Trailer. So, na gut, okay. So. Dann wollen wir mal abgeben. Bremssitz und Motor abschalten und los damit. Und wie immer, alles erfolgreich. So, gut, dann tschüss und schönen Feierabend und ja, schönen Sonntagabend noch. Bis dann. Tschüss.